Wir stehen hier vor Trader Joe's am Pacific Beach und das wird heute für mich das letzte Mal für dieses Mal sein, dass ich in Trader Joe's gehe. Bye bye Trader Joe's. Oh, ich habe hier eine riesen Bildungslücke entdeckt. Rosencrunch und Gilden Pop, das erschien mir wie so ein Märchen, aber Sascha sagt, das ist aus Hamlet. Popcorn. Sind wir noch einmal bei der Käseabteilung von Trader Joe's, die echt klasse ist und man bekommt hier auch europäische Käse, aber auch ganz köstliche US-amerikanische Käse. Das ist jetzt Rosenkohl, so wie man ihn bei uns nur auf dem Bauernmarkt bekommt. Aber im Supermarkt wird er nicht so toll frisch angeboten wie hier. Ist das nicht vorbildlich für einen Supermarkt? Jetzt sind wir hier in der Cookie- und Kuchenabteilung, wo es ganz viele internationale Spezialitäten gibt. Und vielleicht gibt es sogar einen deutschen Stollen für Saschas Mom. Marzipanstollen. Das liebt Saschas Mutter und die bekommt jetzt einen Marzipanstollen von mir geschenkt vom Kuchenmeister. Brandbohnen aus Deutschland. Brandy Beans klingt besser. Ich bin Katja Mutterklaus und jetzt stehe ich hier bei Trader Joe's vor der Abteilung mit den getrockneten Früchten und Nüssen und das ist eine unglaubliche Auswahl. Natürlich Mandeln aus Kalifornien in allen möglichen Varianten, sogar mit Sesam. Man gucke sich mal an, ein ganzes Regal nur mit Mandeln. Und Cashewnüsse natürlich, auch geröstet sogar. Die kommen auch aus Kalifornien. Die kommen auch aus Kalifornien. Und meine geliebten Macadamia-Nüsse gibt es hier auch. Und sogar Pinoli, guck mal. Und die kosten in Längen weniger als bei Wong. Hier ist der Parkabteilung. Baker Joseph, herrlich altmodisches Motiv. Kleine süße Honigbär. Der kleine süße Honigbär. Wenn das jetzt nicht so schwer wäre, würde ich mir das mitnehmen. Das ist ein Delikatess-Ahornsirup irgendwie im Fass gereift. Schmeckt bestimmt ganz toll zu Käse. Pumpkin Pie Spice Cookie Butter. Dann mit Superfoods angereichert. Oh, Cashew-Butter gibt es auch. Oh Gott, das schmeckt bestimmt ganz unglaublich köstlich. Hier haben wir eine wunderbare Auswahl an Marmeladen und angelsächsischen Spezialitäten. Lemon Curd natürlich, Knoblauch- und Zwiebelmarmelade zum Beispiel. Auch vielleicht was Interessantes. Das ist ein Kürbisaufstrich. Sieht nicht nur ungemein appetitlich aus und schmeckt auch, glaube ich, ganz toll. Und was ist denn da? Daneben. Und ein Feigen. Pepper. Eine Paprikamarmelade. Ja, Jalapeno. Jalapeno-Marmelade und eine Feigenmarmelade. Das passt alles zu Käse. Das ist das, was ich brauche, wenn ich in ein paar Tagen am Flughafen stehe. How you guys doing today? Good. Where are you from? Where are you from? I'm from Munich. Munich? Yeah.